Ja, moin, liebe Kinder. Heute geht es um Ja, also, das wird gleich ernst. Warte mal kurz. Ein neues Thema. Und ja, hat wieder ein Spielführer beim Clan War in der Auswertung aufgetan. In seiner Zusammenfassung, das zu statische Spielen, also meinetwegen irgendwo rumstehen und tanken, oder vorhersehbare Spots abfahren, also zu vorhersehbare Spielen und besonders statische Spielen nicht gut ist. Das muss man dann erkennen, die gegnerische Spielsituation lesen und entweder meinetwegen dynamisch spielen oder ins Kiten übergehen oder auf etwas über der mittleren Distanz in Bewegung bleiben und schießen, dass man, wenn der Gegner auf die eigene Position einfährt und da reinfahren möchte, dass man schon in Bewegung ist und schneller zurückweichen kann. Und beim Zurückweichen vielleicht sogar noch einen Winkel aufmachen kann, dass man selbst in der Flucht noch für den Gegner gefährlich ist. Auf jeden Fall, dass man das möglichst, ja, seine Aussage, man muss das selber sehen und sich meinetwegen für die Flucht nach vorne entscheiden, für die Flucht nach hinten zum Kiten entscheiden oder versteckt in den Berg eine Flanke fahren, um die gegnerische Position aufzubrechen. Man muss das sehen, erkennen und Eigeninitiative zeigen. Das Wort, was er benutzte, war Initiative. Die muss man ergreifen. Und das möchte ich jetzt gleich mal in ein paar Beispielen zeigen. Ein kurzes Beispiel, wie man Initiative ergreift. Ja, hier wird statisch gespielt. Die beiden Kreuzer bewegen sich so ein bisschen und bedrohen sich möglichst von außen, kommen aber irgendwie nicht weit, weil die Stellungen zu festgefahren sind. Die tankenden Kreuzer an den Inseln, die mit Radar A bewachen, die kriegen auf die Nuss und das ist halt so eine Wette, ne? Und ein bisschen Glücksspiel. Wer legt am meisten Feuer und wer nimmt zum ersten von Gegnern hier die tankenden Kreuzer raus? Wenn man die Wette nicht eingehen will und man erkennt eine Möglichkeit, dann heißt es Initiative zu zeigen. Weil hier ist offensichtlich, alles was durch die Mitte fährt, kann hier schön Zitadellen schießen, weil das Schiff nicht angewinkelt ist und die Formation aufbrechen oder einen Kreuzer rausnehmen. Das ist aber auch nur möglich, weil hier der Gegner mit unseren hinter Inseln im Feuerkampf steht. Braucht jetzt auch nicht mehr dargestellt werden, also die balgen sich dahinter und sind hinter den Inseln. Alles, was durch die Mitte fährt, kann da frei agieren und wird nicht von der Seite beschossen, sondern kann frei nach oben durch. Das hat den Vorteil, dass er entweder seine, ja, Formation aufbrechen muss. Und beim Formation aufbrechen ist der Schusswinkel von hier rechts abgemildert und wir können vorrücken, dass wir alles, was hier reinfährt, kein Feuer von der Seite bekommt oder aus einem weniger guten Winkel. Oder er wird überrascht und stirbt. Und ja, während unsere Dämonen hier zurücksetzt und anfährt, kann es ja auch passieren, dass meinetwegen irgendwer von ihnen stirbt. Dann kann die Dämonen nach rechts abweichen, hier eine Zahlenüberlegenheit, ja, herbeiführen und den zum Beispiel in den Rücken schießen. Das heißt, Situation sehen, zu statisches Spiel, ich kann frei durch die Mitte und ich kann Stellungen aufbrechen, weil die damit nicht rechnen oder zu lange brauchen, um darauf zu reagieren. Das muss man halt sehen. Das nächste Beispiel. Mal eins aus dem Clan War. Ich drehe gerade hart, um nicht zu nah auf die gegnerische Flotte raufzufahren und hoffe, dass ich derweil die Demonet tot fokussen kann. Ping gerade hysterisch auf die Karte, dass die Demonet, die nicht weit weg von mir neben den Schlachter steht, nach rechts ausbricht. All dieweil. Wir haben hier die Lage halbwegs unter Kontrolle und wenn sie in die Mitte fährt, könnte sie nach rechts helfen, weil die Schiffe rechts von ihm auf der Karte da im Osten sind hinter Inseln. Die sehen ihn nicht kommen, die können ihn nicht abfangen. Er könnte auch den Schiffen da oben gefährlich in die Flanke fallen, wie der Demonet oder alles, was da oben rumgurkt, dass er einen neuen Winkel aufmacht. Und das würde die gegnerische Spielsituation erheblich stören. So. Die Gegner spielen weiter passiv. Die Dämonie ist gerade nach hinten rausgerutscht. Unsere gibt langsam Gas hinter der Insel unterhalb von A.
Und wie zu sehen, ist die gegnerische Dämonie mit einem Arsch hinter der Insel vorgekommen. Weil sie sich vor mir verstecken möchte. Sie hat so hart auf die Fresse bekommen. Sie will erstmal zugehen. Ich schwenk wieder drauf zu. Ping nochmal begeistert, wenn nicht sogar hysterisch, den Dämonenspieler an, bitte die Flanke zu fahren. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Da ist der Dämonen raus. Und meine Spielkompanen setzen ihn in Kenntnis, dass hier bei A der Punkt gewonnen ist. Er könne auch nach C rausfahren und den gegnerischen DD, der bei unterhalb von C ist, in die Zange nehmen. Weil unser Kreuzer unten im Südosten, also unterhalb von C, der würde den Weg abschneiden und er könnte halbwegs ungefährdet 90 Grad drauf zufahren, also DE-Linie über die Karte, dass der DD schwer fliehen kann. Ja, Stalingrad ist fast tot. Jetzt ist hier nur noch die Armate und ein Zerstörer. Spieleinschätzung von den Spielkompanen da drüben ist richtig. Die Dämonie kann zu C eilen und den Zerstörer abschneiden. Da ist er auch kurz offen, sieht man auf der Karte. Ja. Und so hätte der Zerstörer, wenn jetzt unsere Dämonie einfach auf die Yamate zugefahren wäre, das hätte der gegnerische Zerstörer von C aus durch die Mitte nach B schlüpfen können. Und wir hätten uns schwieriger getan mit dem Sieg. Hätten die vielleicht versuchen, einen Cap-Wettbewerb draus zu machen. Weil die zwei schneller Zerstörer haben und wir nicht. Und beim Cap-Wettbewerb vielleicht noch ein paar Kreuzer torpedieren. Bedeutet, dass er jetzt in C reinfährt und so in der Richtung, dass er den Weg abschneidet, ist die Flanke schon mal gesichert. Warum fast nichts mehr im Kopf machen? Einfach weil er früh genug losgefahren ist. Bevor er losgefahren ist, der Feuerkampf frontal, wo unsere Moskwa getankt hat, die da jetzt beim Reinfahren leider gestorben ist. Na, die Yamato hätte es vielleicht sogar gefreut, wäre die Dämonie auf sie zugefahren. So hat er einen neuen Winkel aufgemacht, brauchte noch nicht mal die Yamato oben und die Schiffe da flankieren, sondern konnte jetzt den Zerstörer jagen. Und somit ist schlussendlich das Spiel jetzt hier viel weniger spannend. Auf der Karte ist noch was zu sehen. Der gegnerische Zerstörer ist offen. Ist er wieder zugegangen. Aber er kann bis auf nach Norden fliehen nicht viel machen. Und da haben sie ihn auch schon bekommen. Hier noch ein Beispiel. Hier werde ich aber die Spielsituation, ja, die vom Gegner erklären. Weil hier ist alsbald ersichtlich, dass sie auf der Seite von A in Unterzahl sind. Und die spielen zu statisch. Sie treffen keine Entscheidung. Überlassen also uns die Initiative, weil sie selber keine ergreifen. Wie gesehen, die Moskwa ist fast halb tot, die wird gerade gefokust. Und wenn sie das Spiel lesen würden, wüssten sie, sie haben mit zwei Kreuzern und einem Zerstörer bei C die Überzahl. Werden sich da höchstwahrscheinlich durchsetzen. Das heißt, dass sie hier in Unterzahl sind. Und wenn die Moskwa schon so hart getroffen ist,
können sie das nicht aussitzen. Sie müssten jetzt alsbald entscheiden, wir positionieren uns neu oder gehen zum Kiten über. Denn so wie es gerade ist, können sie B nicht halten. Wie gesagt, die Moskwa ist halb tot, die kann nicht länger effektiv tanken. Der Zerstörer ist gerade aufgeschmissen, weil unsere Shimakaze wird ihre jetzt hinterherjagen. Nicht, um sie unbedingt zu töten. Sie will einfach deren Spiel stören. Mir gleichzeitig mit deren Radioortung, dadurch, dass sie immer in die Richtung der gegnerischen Shima fährt, einfach immer deren Torpedos aufmachen. So kann ich freier manövrieren. Und ja, für den Gegner ist ersichtlich, ich werde sie umfahren. Ich werde da einen Schusswinkel aufmachen, der ihre Position gar nicht so gut bekommt. Derweil ist ihre Shimakaze ja fast schon völlig negiert. Sie kann nur hoffen, dass ich doch mal ein Torpedo reinfahre, aber ich habe halt Hydro an und gleich wird wieder die Shimakaze von uns sich vor mir setzen, sodass ich die Torpedos früh genug sehe. Ja, mittlerweile ist unser Schlachtschiff schon nach Osten abgedreht und wird bei C versuchen auszuhelfen, dass sie da nicht allzu schnell durchbrechen oder beziehungsweise dabei große Verluste erleiden und nicht einfach nur alles hin und weg fegen. Hier fahre ich jetzt nach hinten hinter dem Berg vor, um ein bisschen Abstand zu gewinnen, um beim Drauffahren auf die Position bei B ja, mehr Raum habe zu manövrieren. Ich will halt ein bisschen aufs offene Wasser, um mehr manövrieren zu können. Da ist die Moskwa tot. Da kommen schon wieder Torpedos, aber mein Kumpel Ishimakaze hat sie aufgetan. Da, sie können jetzt auch nicht mehr nach hinten weg, weil ich da schon bin. Sie hätten viel früher sich sagen müssen, so klappt das nicht. Zugehen, umdrehen, wegfahren, neu positionieren oder kiten. Jetzt haben sie die Wahlmöglichkeit nicht mehr, denn gleich würde ich Selim nach hinten setzen und ich werde hier in die Breitseite schießen. Derweil geht das Schlachtschiff allerdings viel zu spät in die Flucht nach vorn. Das zu einem Zeitpunkt, wo die Selim nicht mehr lange leben wird. Schlussendlich zusammengefasst, sie hätten viel früher einfach sich zurückziehen oder neu positionieren sollen, weil C werden sie nachher gewinnen, zwar mit Verlusten, aber werden sie gewinnen, aber das bringt ihnen nichts, weil sie hier einfach nur Verluste einfahren, ohne viel erreicht zu haben. Wie gesagt, ihre Shimakaze war negiert, die konnte keinen Torpedotreffer landen. Ihre Moskwa war früh gefokust, jetzt ist die Selim gestorben, die Montana ist allein. Sie haben das Spiel nicht gelesen und nicht darauf reagiert. Auch wenn sie C bekommen, wird ihnen nichts bringen. Da, jetzt nutze ich die Insel. Jetzt weiß die Montana nicht, wann ich wieder der Insel vorkomme. Das kann ich mir jetzt nämlich aussuchen. Frage meine Teamkameraden auch dann zwischendurch, wo guckt die Montana hin. Also weiß ich auch, wann ich hinter den Insel vorkommen kann. Dementsprechend entweder zielt er weiter auf mich und bringt so lange keinen Schaden an, oder er orientiert sich nach oben. Das kriege ich dann Bescheid gesagt und dann komme ich hinter der Insel vor, wenn seine Geschütze nach oben zeigen. Er ist in einer reichlich schlechten Situation. Ja, mein Hydro läuft schon wieder. Glaube ich doch. Ist das jetzt an oder auf Cooldown? Ich glaube, das ist an. Ja, es ist an. Und zwar in dem Zeitpunkt, wo ich in die Fahrtrichtung der möglichen Torpedos bin. Die Shima hat noch keinen einzigen Treffer gelandet. Sie hatte halt Angst vor mir. Weil, ja, wäre ich zu nah an sie rangekommen, hätte ich den Turbo gezündet und sie hätte schwerlich entkommen können. Und durch diese Bedrohung, dass ich einfach hätte auf sie rauffahren können zum Anfang des Spiels, ist sie weit nach Süden geflohen. Aber sie konnte halt von ihrer Flotte nicht beschützt werden. Die standen da immer noch rum und sind sogar leider umsonst gestorben.
Das war es jetzt auch mit der Montana. Sie ist heroisch, aber alleine gestorben und damit leicht unnütz. Ja, nicht, eigentlich sogar sehr unnütz. Klingt zwar ein bisschen abwertend, aber das war völlig umsonst. Entweder ist sie gleich am Anfang reingefahren, wo ich auf der Flanke war. Also hinter den großen Bergen. Wären sie alle zu dritt durchgedrückt oder sie wären zum Rückzug übergegangen. Aber sie haben beides nicht gemacht. Jo, liebe Kinder, ne, das waren so zwei Analysen. Und wer Lust hat, ich habe noch mehr Material. Auch mit so Gedanken für die Winkelzüge und was ich dabei vorhatte. Dann wird das Video allerdings, das wird jetzt noch länger. Wer jetzt denkt, okay, ich habe es kapiert. Aber wer meint, och Mensch, ne, kann ich mir noch unterhaltsamerweise noch mehr antun, der kann es einfach. Das nächste Material sich auch noch gemütlich reinziehen. Ein nächstes Beispiel dafür, ja, wie man die Spielsituation liest, die man immer fleißig auf die Karte guckt. Und soweit so unaufregend. Wir hatten eine Begegnung mit einem gegnerischen Zerstörer und einer Graf Spee. Die Graf Spee hat sich zurückgezogen und der Zerstörer ist in die Mitte gefahren. Jetzt habe ich meinen Kollegen beordert, in die Mitte reinzufahren. Der tut mir den Gefallen, weil ich möchte nicht, dass er da frei agieren kann, der gegnerische Zerstörer. Weil da steht ein Schlachtschiff direkt unter unserem Cap und überlegt wahrscheinlich, ob es in die Mitte reinfährt. Und das kann am besten frei agieren und sich zum gegnerischen Schlachtschiff anwinkeln, wenn er keinen Zerstörer in der Flanke hat. Ich ziele schon mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass der irgendwann aufgedeckt wird, der gegnerische Zerstörer. Aber den ist irgendwie nicht so. Dann frage ich mich, jetzt drehe ich um und helfe im Westen, also hinter mir. Aber wenden dauert zu lange und eigentlich wollte ich ja in der Mitte helfen. Guck nochmal nach rechts, da im Südwesten. Die fahren einen kleinen Schwenk. Ja, und rumstehen bringt auch nichts. Weil wenn ich stehe, bin ich einfacher zu treffen und das ist bei Kreuzern nie gut. Da ist auch links der Nebel zu sehen vom Zerstörer. Also fahre ich in deren Torpedo-Richtung. Die dürfte ich, wenn sie kommen, einfach dodgen können. Vergewissere mich nochmal, die Graf Spee hat nicht auf mich gezielt. Ich weiß auch, dass die Prinz Eitel Friedrich, die hat ein kleines Kaliber. Es ist moderat gefährlich, auf sie zuzufahren. Hat zwar eine gute Kadenz, aber kann nur zwei Türme einsetzen. Hydro läuft auch. Falls doch noch von den Zerstörer-Torpedos kommen. Nebenbei ist oben der Zerstörer gestorben. Ich könnte jetzt behaupten, durch die Mithilfe von meinen Teamkollegen, aber ich weiß es nicht. Aber wir haben sicher dazu beigetragen, dass er sich auf jeden Fall weiter nach Osten orientiert hat. Weil ja vom Westen mein Kumpel kam und hätte ihn aufmachen können. Oder sogar aufgemacht hat und ich da war. Und schon konnte der gegnerische Zerstörer nicht mehr frei agieren. Und gut, mein Angriff ist jetzt semi-erfolgreich, weil ich schon fast tot bin. Aber ich habe halt die Entscheidung getroffen. Das war eine Risikowette. Ich wollte nicht unbedingt das Schlachtschiff haben. Erst als es rauskam und ich langsam, also nicht rückwärts, nicht ordentlich wenden konnte. Aber das muss man sich immer bewusst sein. Man muss ein Risiko eingehen. Wie groß es ist und wie gut die Spielsituation abwägbar ist, ist situativ immer ja, abhängig. Wenn man nie ein Risiko eingeht und keine Möglichkeit nutzt,
ob jetzt einen Zerstörer abzudrängen oder irgendwo durchzuschlüpfen, ihnen in die Flanke zu fallen. Wenn man die Risiken nicht abschätzen kann, das Spiel nicht lesen kann und nie die Initiative ergreift, dann kann man auch Spielsituationen schlecht rumreißen oder eine absehbare Niederlage kippen, indem man halt eine Flanke fährt und die gegnerische Stellung aufbricht und Zitadellen schießt. Oder ungesehen in den Cap durchkommt. Also, man muss sich was trauen. Und der nächste Spaß. Gut, es ist nur ein Tier 4 bis 5 Match. Dementsprechend, ja, gehe ich da etwas unernst und forsch ran. Denk mir jetzt so, weil die gegnerischen Flugzeugträger überlegen sind. Ein amerikanischer Fünferträger gegen unseren japanischen Fünferträger hat halt bessere Jäger. Dementsprechend tut sich aber unser Luftkampf, unser Team schwer. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil die gegnerischen Jäger stärker sind. Ich wollte mich jetzt hier zwischen die Inseln setzen und ja, mich verstecken, dass da Flugzeuge rübergelockt werden können. Denn gesehen, dass da oben Schiffe nach Osten rollen. Gedacht, wenn die reinfahren, könnte ich die torpen. Aber die bleiben auf der D-Linie oben und wollen irgendwie nicht. Bin ich ein bisschen deplatziert und weiß noch nicht so genau. Hoffe allerdings, dass die Schiffe, die eben zu sehen waren oder sind, dass die hier direkt auf der Achterlinie runter mir vorbeifahren und ich sie torpedieren kann. Die Spielsituation ist noch ein bisschen unklar und ich bin ein bisschen weit vorne. Das werde ich mir gerade auch gewahr. Also alles, was hier längs kommt, ne, und ich vorher nicht gespottet bin, das kann ich überraschend torpen. Aber es hat doch ein hohes Risiko. Weil es, wenn die, wenn die damit rechnen und die Kanonen hierher zielen und die nicht vorher gespottet werden, die Flugzeuge, ja, es kann schief gehen. Wie gesagt, es ist ein Vierer-Match, Vierer-Fünfer. Ich bin ein bisschen unbedarft und gerade ein bisschen forsch, ziemlich weit vorne. Aber eine interessante Situation, die kommt gleich noch. Jetzt habe ich zum Beispiel Glück, dass die hier eintreffen werden, die langfahren wollen, dass die vorher gespottet wurden. Befinden sich wohl im Feuerkampf. Und das Schöne ist, ihre Kanonen zielen auch woanders hin. Jetzt hoffe ich hier schnell hinter den Felsen zu kommen, bevor er nachgeladen hat. Das gelingt mir auch. Jetzt denke ich mir allerdings, so wie der hinter der Ecke steht, ich will da gar nicht 90 Grad rumfahren, sonst fresse ich Zitadellen. Frag mich noch, ob die Phoenix Torpedos hat. Lenk schon mal scharf und da kommen sie auch schon. Ich war mir nicht sicher, aber meine Vorahnung hat mir den Arsch gerettet. Jetzt ist allerdings das Schlachtschiff neben mir und ich stehe ein bisschen Breitseite rum. Also sofort wieder lenken. Und mal mehr Glück als Verstand haben. Da habe ich auch nur gefeiert. Also, dass ich da eigentlich, ja, nicht mehr mit eingeschenkt bekommen habe, das hat mich verwundert. Ich frage mich, will ich noch rumdrehen den Arsch, um zu torpen? Sehe die Emerald? Und unterlass das mal.
Ich winkel mich wieder ein bisschen an, damit ich möglichst nicht allzu viel Schaden bekomme, falls der nochmal schießen kann, der Schlachter. Und der Plan hat funktioniert. Die Emerald hat den Schlachter weggetorbt. Ich konnte den Kreuzer rausnehmen. Und jetzt kommt das Interessante. Ganz im Osten sind Schiffe. Und bis jetzt kann ich nur im Westen Schiffe ausmachen. Also ist hier gerade eine Lücke entstanden und ich bin schnell genug, durchzuschlüpfen. Ich weiß, es ist risikoreich, weil die Schlachtschiffe links von mir, die werden nicht schnell genug nachrücken können. Die werden vielleicht auch noch von links beschossen. Also werde ich alleine sein. Aber kurz abgewiegt und mich entschieden, ich baller mal dumm dreist nach vorn. Ich habe ein defensives Flakfeuer dabei. Vielleicht finde ich einen Träger. Oder ich bringe sie zumindest umzudrehen und ihr Spielaufbau wird gestört, weil sie auch den Cap verteidigen müssen. Und da ist auch schon der erste Träger. Ich freue mich, ein Kullerkeks, so habe ich mir das gedacht. Also war es, wenn ich einen Träger rausnehme, war es das Risiko schon wert, weil, wie gesagt, unser Luftkampf läuft auf ein knappes Patt hinaus. Wir können nicht viel anrichten. Wir können höchstens, also unsere Luftstreitkämpfe können höchstens, ja, versuchen nicht allzu hoch zu verlieren. Also ist der Gegenstand, also wenn ein Gegenstandträger rausgeht, das ist schon geil. Hier sehe ich danach, da kommt ein Kreuzer rein. Also versuche ich mich ein bisschen nach rechts zu orientieren und immer mal kurz, ja, ein bisschen zu manövrieren. Dumm ist nur, dass meine Türme so einen dummen Winkel haben und ich habe nur zwei, dass ich immer wieder rüberschwenken muss. Aber ich muss den auch schnell tot kriegen. Die Flieger da, die habe ich jetzt kurz auf dem Schirm. Weiß aber, ich muss Damage pumpen. Aber ich weiß nicht, wie lange ich da überlebe. Da, den Torpedoangriff, den habe ich nicht kommen sehen. Der war ich überfordert. Noch lebe ich. Also schnell weiterballern, der Träger muss raus. Da ist auch egal, ob ich nach links angewinkelt bin oder nicht. Ich hoffe noch, dass der gegnerische Kreuzer weit genug weg ist, dass er noch keine Zitadellen schießt. Der kleine schwenkt nach rechts. Damit mich nicht alles trifft. Und wieder schwenkt nach links für die Türme. Da wurde ich auch schon hart getroffen. Dann werde ich noch härter getroffen. Aber das Ziel ist erreicht. Der Träger ist raus. Damit, ja, haben unsere Luftstreitkräfte wieder eine Chance. Schlussendlich zusammengefasst, nach den zwei letzten Beispielen, die Initiative zu ergreifen, Mann, ein schweres Wort, fast ein Zungenbrecher, ist immer gut. Die letzten Beispiele waren halt immer für, ja, die haben halt immer einen Angriff durch die Lücke beim Gegner gezeigt, beziehungsweise man hat risikobereit eine geschaffen, selbst. Aber es heißt auch, man kann das Spiel auch lesen und klar sich entscheiden und das dann aber auch strikt sofort umsetzen, zu kiten oder sich neu zu positionieren. Dafür hatte ich jetzt bis auf das Spiel mit dem Henry keine Beispiele. Aber selbst Rückzugsgefecht oder Neupositionierung, weil der Gegner durchdrückt, bedarf genauso Entschlussfreudigkeit. Also tut genau das. Lest das gegnerische Spiel und die Situation von eurem Team und denkt euch was aus. Fahre ich vor, fahre ich eine Flanke, fahre ich zurück und kite. Manchmal kann auch die Entscheidung heißen, bleibe ich stehen, aber das ist nicht immer der, eher selten der Fall. Ja genau, seid euch dessen halt bewusst.